Hallo und herzlich willkommen zu den Tagestipps der Kieler Woche. Heute ist Mittwoch und ich bin die Jenny. Wer bist du? Ich bin der Henry und wir stehen hier vor dem Holzenplatz. Auch wieder einer der Orte, wo sich eine von den 125 Änderungen des Jahres verändern, bzw. darstellen. Das war die letzten Jahre da etwas öde. Mhm. Da war ja nur eine Sandkiste. Jetzt haben wir Riesenrad, Budenverkäufe und ein Schiff. Was. Ein Schiff. Wird kommen. Mehrere Schiffe sogar. Auf ja, Land. Ja, stimmt, genau. Ja, Kieler Woche. Aber es ist noch mehr los, glaube ich, heute, ne? Genau. Und zwar meine Tagestipps drehen sich heute rund um das Thema Kunst. Ja. Ja, ihr müsst euch ein bisschen Kultur antun, das ist aber okay. Und zwar gibt es im Stadtmuseum in der Altstadt die Ausstellung Weil er zu mir passt, Plakate der Autowerbung aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum, sowie in der Kunsthalle, jetzt muss ich einmal kurz umblättern, Ausstellung Universum Picasso. Aber, wer keine Lust hat auf Kunst und Kultur, kann sich natürlich auch die Rathausturmfahrten, ich würde fast sagen, antun. Hast du ein anderes, besseres Verb? Nö, aber die sind immer schön. Also ich habe die auch schon öfter mitgemacht und da kommt man ja sonst so nicht rauf. Und letztens hatten wir das Problem ja, dass da gebrütet wurde und dann ging es während der Kieler Woche nicht. Jetzt geht's also auch wieder alle halbe Stunde. Ja, ich war da immer noch nicht drauf. Ich wollte es, habe es mir jedes Jahr vorgenommen, ich habe es jedes Jahr nicht geschafft. Man ahnt es nicht, aber man glaubt es vielleicht, dass man von oben viel sieht. Ja? Gerade bei dem schönen Wetter, wie wir es jetzt ja noch haben. Und ansonsten hätten wir zum Beispiel, weil der Mittwoch ja irgendwie ein gefühlter Samstag ist, zum Beispiel wieder Open Ship in der Türfitzhafen. Ich glaube, die gesamten, wir hatten ja sowas wie hier Flugzeugträger und sowas. Hier war ja massig Marine aufgelaufen aus allen Ländern wegen einer Übung. Die sind, glaube ich, alle wieder weg. Aber ein bisschen kann man, glaube ich, noch sehen. Ansonsten haben wir abends Poetry Slam im Bootshafen. Cool. Da, wo am Wochenende ja ansonsten gerne ins Wasser gesprungen wird mit Fahrrädern, kann man dort also dann jetzt auch Kultur. Heute ist wirklich nur Kultur. Kultur, ja. Weshalb fährt man sonst wegen Schwenkgrill und Kultur. Das ist Kieler Woche. Man kann sich doch nicht den ganzen Tag volllaufen lassen. Man muss auch ein bisschen was fürs Hirn tun. Man stelle sich die ganzen Junggesellenabschiede vor, die sich da jetzt die kulturelle Kante geben. Ja. Ist doch super. Natürlich. Ein bisschen was lernen. Am Mittwoch immer gut. Jugendkultur haben wir übrigens auch ab 18 Uhr auf der jungen Bühne, nämlich den Jugendkulturaustausch. Mensch, cool. Kult auf Kult. Sag mal, was ist denn hier los? Ja. Oder werden wir einfach nur älter? Das kann auch sein. Wir gucken uns nur die Sachen an. Ne? Die uns genau. Bilden. Genau. Hm. Dann kommt kein irgendwann Bier. Noch die Rollator-Ausstellung. Ne? Oh, geil. In der Kleinhalle. Nicht mehr gehen. Das war jetzt ausgedacht. Aber 22.30 Uhr ist nochmal Nightglow. Das heißt, auf dem Norder gibt's, und wenn das Wetter ein bisschen hält, vielleicht sogar mit wirklich aufgepumpten und aufgeblasenen Heißluftballons, dann zum Takt der Musik. Ein wunderschönes Bild mit auch richtig schönem, langen Feuerwerk. Sehr wir wohnen schön. In der Nähe, das rumpelt aber da auch wirklich gefühlte 20 Minuten. Ja. Aber lässt sich aushalten, ne? Nein, das, also klar, wenn man nicht gerade schlafen will, geht das. Jo, sonst so einfach bei der Polizei anrufen und sagen, hey, warum ist es natürlich so laut? Natürlich, immer wenn es zu laut ist während der Kieler Woche, da freut sich die Kieler Woche und auch erst recht die Polizei, wenn man da wegen Ruhestörung anruft. Ich versuche hier um 21 Uhr zu schlafen. Genau, da zeigt man auch wirklich Begeisterung für dieses Fest. Genau, aber das war's. Genau, wir sind weiterhin begeistert und unsere Begeisterung hält an und deswegen sind wir morgen wieder für euch da natürlich mit weiteren Tagestipps. Jo, bis morgen. Bis morgen, tschüss.